Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles. Wir sind hier immer noch in den Abschaumtiefen und inzwischen ist uns Sobek auch wieder zugelaufen. Und wir müssen jetzt hier erst noch mal kurz warten, bis das ganze Ding hier wieder voll mit Wasser ist, damit wir auf die andere Seite kommen. Und natürlich bin ich nicht alleine. Hallo Jungs! Hi hi! Halli, hallo! So, ab! Ein wunderschön! Das Tolle ist, dass dass Zidana Stift gegangen ist, der Kroko ist wieder. Ne, der Kroko ist jetzt auch wieder weg. Ja, der mag das mit den. Ja, der hängt hier hinten drin. An der Wand. Ah, shit. Oh, wo geht's denn hier hin? Das sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus. Oh, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Mhm. Ja, wir haben entweder in irgendwas, was dampft, oder aber im Dungeon immer rechts. Ne? Das war doch die. Okay, dann gehen wir doch immer erstmal rechts. Gehen wir erstmal rechts. Ja, da unten steht irgendwas. Oh. Oh, das sieht ja fies aus hier. Meine Fresse. Okay, wenn jetzt gleich die fiese Spinnenkönigin rauskommt oder so, dann haben wir echt Lust. Ja, hier sind Spinnenweben. Ich würde mal fast vermuten. Boah, sieht das fies aus hier. Alter. Hier ist bestimmt eine Spinne. Jede Menge, noch. Eine Truhe mit Kaffee und einer Herze. Oh, komm näher. Ist es nicht mehr weit? Ich mag sowas nicht. Das wäre nicht die erste Stimme, die mit einer Spinne verbunden wird. Ja, das ist so ein bisschen. Boah, ich will hier eigentlich gar nicht rein. Was sind denn das hier für Dinger? Sind das Türen? Nee, das sind Wände. Vielleicht muss man auch einfach in die Mitte hier laufen. Okay, wer will sich freiwillig? Will ich da rein? Na, bestimmt, du willst dich fürs Team opfern. Komm, mein Tiger hat's vorgemacht. Au! Au, 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 das ist Säure! Oh, upsi. Es dampft. Hier das ist eine ist Kiste. Grün. Es hätte ja auch einfach heißes Wasser sein können, aber nein. Oh, hier das ist noch Säure eine sein. Kerze drin, cool. Dry Roasted Coffee Beans, ja lecker. Nee, die lassen wir jetzt mal hier. Also welches grünliche, dampfende Wasser kennst du denn, welches normal ist? Stimmt, das Licht gewesen eigentlich, aber das ist Säure. Okay, ich hab's ja gecheckt. Okay, also offensichtlich ist das jetzt hier ziemlich hässlich. Wir müssen aber hier nicht länger bleiben. Ja, also ich hätte jetzt gewartet, dass da irgendwie ein Viech rauskommt oder so. Ja, wer weiß, vielleicht müssen wir noch einmal hierher. Das könnte natürlich sein. Okay, dann lasst uns doch mal hier raus aus der Bude. Oh, weia. Da unten steht Da unten steht irgendwas. Ja. Was ist es denn? Irgendwas. Wahrscheinlich irgendwas Hässliches. Ein Skelett, würde ich sagen. Oh. Ja, es ist eins. Ah, die Süßen, die vor uns kamen, wa? Hat nicht lange gehalten. Wahrscheinlich ist es tatsächlich. Ja gut, das ist ja auch was ziemlich Verfluchtes und so. Da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn es hier irgendwelche armen Schweine gäbe. Wie war das? Das ist das Abwassersystem der verbotenen Stadt? Der verlorenen Stadt, ja. Das ist dein Schicksal? Nee. Vergiss das mal mit dem Schicksal. Hier ist noch ein Skelett. Hier möchte ich kein Kanalwächter sein. Da kommt noch mehr. Echt nicht. Oh. Au. Drecksviech. Aber angesichts der Bewaffnung scheint das Dafari-Skelett zu sein. Ha. Ja, natürlich. Wir müssen ja hier vorher gewesen sein. Ja, gut. Lass uns erstmal hier unten gucken, ob hier noch irgendwas ist. Vielleicht können wir hier noch irgendwas mitnehmen. Irgendwelche Kisten oder so. Oder Tagebücher. Du hast jetzt nicht allen Ernstes, Adrian, du hast jetzt nicht allen Ernstes gerade versucht, dem Skelett sein Herz rauszuschneiden. Nein, das mag. Nein, das mag. Vielleicht auch einfach ein paar Knochen mitnehmen oder so. Oh, hier geht's noch ein Stück tiefer. Kiste? Kiste. Wo ist denn Kiste? Beim glatzköpfigen Kaitana hier. Kitana meine ich. Hier drüben. Ja, da. Toll. Grobe Gamaschen, Tierhaut, Holz und Dry Plant. Oh, richtig geile Sachen. Die braucht man unbedingt. Aber das hier ist ja schon sehr cool hier. Das ist dann offensichtlich eine Öffnung, wo dann die Leute aus der Stadt irgendwelches Zeug runtergeschmissen haben. Ja, wahrscheinlich. Toll. Müssen wir uns jetzt mit dem Zeug rumschlagen, was hier mal runtergeworfen worden ist. Tja. Lassen wir dafür das Thema. Dafür ist es aber noch relativ sauber.
Es ist ja auch schon seit Jahrhunderten unbenutzt. Ich würde mal sagen, es ist halt einfach irgendwie kaputt gegangen oder so. Ich warte auf dich. Ich aber nicht auf dich, Mädel. Was immer du auch bist. Aha. Hier ist übrigens auch Leuchtschleim. Ja, oh, ich sammle gerade Leuchtschleim. Guck mal, hier sind auch wieder Risse oben in der Decke. Aha. Aha. Das sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus. Nee, das sieht ein bisschen geborsten aus, ehrlich gesagt. Alex, zeig doch mal deine lustige Ersatzfackel. Die fand ich nämlich ziemlich cool. Denn das ist nämlich einer der Pläne, die man hier im Dungeon lernen kann. Tada! Ein Leuchtknochen, also Knochen ein mit ein bisschen Leuchtknochen. Leuchtschleim obendrauf. Das hat auch einen coolen Lichteffekt. Also es ist so leicht bläulich. Es ist lohnt sich definitiv hier reinzukommen. Das ist echt so geil. So eine Art Knicklicht. Ja, vor allem, das geht nicht aus beim Schwimmen. Guck mal, das geht nicht aus. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Oha. Weiß ich nicht. Also hier, genau, hier bei mir geht's hoch. Und ich sehe schon wieder am Ende des Raumes einen... Ja, lass mir doch auch mal welchen. Da hinten gibt's schon wieder so eine Bronze. Okay. Schon wieder eine Bronzeplatte. Platte, ja. Muss man quer durch den ganzen Raum schießen. Angesichts dessen, dass es hier so... Oh, das erinnert mich an den Eingang. Mhm. Die Fassung. So ein bisschen. Aber vielleicht wird die auch mit dem Wasserdruck hochgedrückt. Weil da drüben scheint es auch so eine Platte zu geben. Das kann natürlich sein. Ah, das ist echt Wahnsinn. Ich finde diese Gegend echt geil. Oh, das ist ziemlich cool. So, wo ist jetzt die Platte? Hier drüben. Da drüben an der anderen Wand. Gegenüberliegend. Da. Gegenüber. Ach, da hinten. Da ist Adrian auch schon... Nee, Adrian ist noch bei uns. Oh, der war da aber ganz schön daneben. Na? Jo, ach, guck mal, hier kommt das Wasser. So, jetzt frage ich mich nur, wohin? Ah, hier ist eine Treppe. Okay, das sieht gut aus. Ah, fuck! Ich will doch hier nur hoch. Alter. Ah, so, hoppa. Okay, also, hier geht's weiter. Hier ist so ein Gulli. Und schon ist das Wasser wieder weg, okay. Ja. Ein Instinkt sagt mir aber, dass ich auf die andere Seite nochmal gucken möchte. Irgendwas sagt mir, dass ich da nochmal hin will. Hm. Ja, die Frage ist, ob das Wasser da dann auch hochgekommen ist oder nicht. Ich glaube ja, nicht, aber das oder? Wasser steigt dann auch noch, das steigt in beiden Becken. Ah, okay. Ja dann musst du halt mal rüberschwimmen. Schwimm mal rüber, ich halte so lange die Stellung. Genau. Okay, also ich finde das echt... Interessant ist, da drüben die Flamme noch brennt. Hm. Das ist halt wasserunempfindliches, was auch immer, Feuer. SpongeBob-Feuer. Schneller! Okay. Ich höre eine Stimme, die Ekstase ruft und ich höre Schreie. Okay. Wow, ich weiß nicht, ob ich da... Ich krieg ein bisschen Angst. Ich komm mal rüber, das will ich mal anhören. Jetzt bin ich neugierig. Toll, kaum ruft irgendjemand Ekstase, geiern sie alle hin. Na klar. Logisch. Vielleicht ist das auch hier wieder irgendein Eingang, zu dem man nur hinkommt, wenn man beim Hochwasser hier durch die Gegend ömmelt. Wow, no. Kommt hier sehr, sehr knapp hin. Ja, Ekstase. Und dann hört man hin. Oh. Dieses Viechgeschrei war jetzt aber das weniger klingt jetzt nicht so gesund. Ja, vielleicht ist sie deswegen ekstatisch, wenn das Viech stirbt oder so. So, dann mal schnell rüber, weil das Wasser steigt gerade wieder. Mhm. Ja, schnell wieder rüber. In der Kiste ist eh nichts drin. Eieiei, was ein Stress hier. Ganze Zeit am Schwimmen. Dinge, die man bei der Dungeon-Erkundung nicht hören. Nein! No! Ah, oh, okay. No! Oh. Na gut. Toll, jetzt wäre ja noch geduscht. Mit den Abwässern aus der Stadt, ja.
Dadurch, dass da jetzt, glaube ich, keiner mehr auf Klo geht, ist das eher nicht so schlimm. Ja, dann frage ich mich, woher die Abwässer kommen. Also, ich, was das. Ich auch. Ich bin überlastet. Das Aquädukt, die Zuleitung ist ja auch kaputt. Tja. Immer wieder herrlich. Aber gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Okay. Diese Geräusche werden auch immer mehr. Linksrum oder rechtsrum? Ist egal. Ist egal. Ich glaube so oder so. Ist ausgeschlossen. Ich bin linksrum. Okay, geh mal links. Oh mein. Ein Skelett. Oh shit. Shit. Nicht mehr weit ist völlig richtig. Guck mal rechts. Hoppa. Und ich hau jetzt gerade mal wieder auf die Bahn. Guck mal rechts. Ah. What? Oh. Ui. Oh, die ist aber groß. Das ist das Endvieh. Das ist eine Drache. Ist der aber schnuckelig. Was ist denn das für ein hässliches Teil? Irgendwas ziemlich hässliches. Das ist eine Schlange, vielleicht solltest du als Zehntjünger vorgehen, was hältst du davon? Hm? Ich wollte die Maßnahme, ne? Könntest du ja vielleicht rekrutieren. In your face. Oh, das ist ein Dreier. Das ist der nächste Endboss von der Dungeon. Ja, und er schwimmt in Säure. Okay, Fernkampf. Ja, er geht aber ziemlich runter. Aha. Ja, und er tut nix. Ich glaube, der ist irgendwie verbuggt. Ich glaube auch. Ausdauer mehr. Ja, irgendwie. Okay. Oh, ich bin hier direkt vor dir. Also ich würde ja irgendwie erwarten, dass der zumindest Säure kotzt oder irgendwie sowas in der Richtung. Das sollte er eigentlich auch tun. Der hat so viele Augen auf dem Kopf. Uah. Das sieht vorne aus wie ein Igel. Also zumindest die Spuckanimation macht er. Ich glaube, der ist kaputt. Bei mir macht er gar nichts. Bei mir hängt er einfach nur in seinem Loch da und. Ich guck mal, ob ich das Auge treffe. Welches? Das große? Das hat doch nur zwei. Nein, guck mal oben auf die Decke, auf die Spuckdecke. Oh, jetzt hat er gekotzt. Irgendwas ist gerade passiert. Ah, stimmt. Oben auf der Schädeldecke. Sind das auch nochmal Augen, kleine? Ja, offensichtlich. Der ist ja wirklich hässlich, meine Fresse. Oh Gott, wie viel Auge hat der? Viel Auge. Der kann echt ein Auge auf dich werfen. Mehrere. Was? Drücke E zum Interagieren? Ja, hier kann man bestimmt irgendwas lernen. Oh, okay. Das Relikt des Abgrunds zerstören, okay? Ja, eher Wadestöpsel. Hier liegt ein Buch. Okay, das war wohl doch nichts weiter als. Neue Talente, abgründiges Schwert, abgründige Dolch. Kriechtierkunde. Oh, das ist ja witzig. Abgründiges Fleisch, okay. Das ist doch schön. Abgründiges Schwert, hat man hier echt was gelernt? Reptilienleder episch. Hier kriegst du auch die Reptilienrüstung. Abgründige Pfeile finde ich cool. Gott, das klingt witzig. Ich sehe, in was Adrian als nächstes rumrennen wird. Reptilienklamotten? Oh ja. Aber das ist ja schon böse. Ja. Aber wer ist diese Stimme? Das ist ja der gute Sobek wieder. Ach, da ist er ja wieder. Ja, klar. Kaum ist die Action vorbei, kommt da an so. Oh, das war, ihr habt ja schon alles gemacht. Aha. Aber ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch ein Tagebuch oder sowas finde. Das wäre schön. So, als Abschluss des Ganzen, gibt's hier vielleicht irgendwie noch was? Oder irgendwelche Geister oder so? Du gehörst mir eben mir, Liebling? Okay. Ja, die Säure steigt wieder an. Wir sind gerade richtig raus. Also ich sehe jetzt hier auch kein Tagebuch, schade. Ach, guck mal, da bist du auch wieder. Ne? Jetzt. Ja. Echt jetzt? Ja. Sind genau dann angekommen. Sie sind genau dann da, wenn man sie nicht mehr braucht. Ja, genau so sieht es aus. Ja, geil. Irgendwie höre ich die Stimme immer noch. Ich frage mich, wer diese Stimme ist. Weil ich meine, die Schlange, die hat ja irgendwie die fiese, dunkle Killerstimme oder so. Tja. Hier sieht man dann auch so einen. Oh, guck mal, hier dieser Alien-Kopf, der sieht ja auch fies aus. Das ist ein Riesenpirat. Okay. Was ist das? Ha? Hier, guck an der Wand, das Riesenteil hier.
Direkt so, über mir. Ah. Oh. Der sieht schon ja, ziemlich fies doch, aus. Das ist doch eins von diesen Viechern, die auch die Wächter. Ja, also sieht zumindest recht ähnlich aus. Ah. Oh Mann. Toll, ich bin überladen. Und zwar sowas von überladen. Was hast du mit dabei, dass du überladen wirst? 150 Fleisch zum Beispiel. Okay. Powerrüstung, hätte eine Powerrüstung gerne gezogen. Nicht das Richtige. Aber hier gibt es zumindest einen Ausgang. Also wenn man hier raus möchte, muss man durch dieses Ding hier gehen. Okay, sie haben uns einen Hinterausgang mehr oder weniger gebaut. Ich baue mal gerade noch ein Kochfeuer nochmal auf. Was die ganzen Viecher hier gehäutet. Ah, okay. Diese Geräusche sind ja schon sehr, sehr krass hier. Ja, die Geräusche sind. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir gerade quasi das Conan Exiles Pendant zu Jabba dem Hutten geführt. In Psycho und viel. Oh, hier ist noch eine lustige Truhe mit Knochenpfeilen drin und sinnlosem Scheiß. Okay, super. Toll. Warum gibt es hier keinen besseren Loot? Ich meine, wir haben uns immerhin gegen so ein hässliches Viech hier durchgekämpft. Naja, wir haben Rezepte. Also ich habe... Ja gut, Rezepte. Rezepte? Ich habe den Stab des Triumvirats bekommen, was immer das ist. Ein Stab mit einem Schlangenschädel. Kann man den anlegen? Was? Schlangenschädel? Nö, also ich habe hier keinen Stab gekriegt. Hast du den, hast du das Viech hier irgendwie gehäutet oder so? Ja, ich hab's okay. Mit Fleischerbeil bearbeitet. Ja gut, das ich ist dann... Es ist gekündigt los, dass draußen gerade ein Sandsturm ist. Ja. Möglich. Könnte sein, ja. Aha. Oh mein. Irgendwie haben sie das hier auch nicht gut hingekriegt. Also ich würde mal wetten, dass derjenige, der das Viech häutet, dann halt diesen Stab bekommt. Mit dem du irgendwas tun kannst? Keine Ahnung. Kann sein, ja. Ich habe noch das abgründiges Auge bekommen. Okay. Und abgründige Reißzähne. Ja. Die braucht man. Ich brauche mal die für das. Ja, für irgendeins von den Rezepten würde ich mal wetten. Mhm. Ich meine, alle anderen haben ja hier keinen Loot gekriegt. Das ist immer nur, wenn du. Ja, wenn wie oft muss man dann hier rein, bis man das ganze Set bauen kann? Öfter? Keine Ahnung. Ja, es kommt darauf an, wie viel Zeug man braucht, weil. Ja, ich brauche jetzt eine konkrete Zahl, weil ich häufig hier rein muss. Ich guck mal bei den Talenten, ob wir da jetzt irgendwo was Neues, Schickes haben. Alchemist der Mitternacht. Ich such mal nach abgründig. Abgrund. Mal gucken. Nee. Aufwertung zu abgründig. Warte mal. Ah, hier. Abgründige Pfeile. Aus einem abgründigen Reißzahn hergestellte Pfeile. Oh. Okay. Da muss man dann häufiger hier rein, glaube ich. Ich glaube auch. Zwei aus dem Auge des Relikts des Abgrunds gefertigte Dolche. Das sind abgründige Dolche. Okay. Abgründiges Schwert. Ein aus dem Auge des Relikts des Abgrunds gefertigtes Schwert. Und Streuer ist jetzt das Neue für die ganzen Leuchtpflanzen-Dinger, whatever. Die Leucht. Und gekochtes abgründiges Fleisch ist das gekochte Fleisch des Relikts des Abgrunds. Okay. Also man muss dieses Viech hier offensichtlich ziemlich häufig umhauen, damit man damit irgendwas anfangen kann. Na klasse. Super. Klingt jetzt irgendwie nicht nach was man braucht. Habt ihr alles? Dann würde ich mal sagen, wir hauen hier wieder ab. Ja. So das Fleisch kocht jetzt noch. Auch nicht. Oh. Wie viel Fleisch ist... Oh Gott, wie viel Fleisch ist das denn? Hallo? Da ist noch ein bisschen was drin, ja. Willst du das jetzt wirklich alles kochen? Nein, ich will nur einen Teil davon kochen, damit ich das Zinana ins Inventar stopfen kann. Okay. Naja, Fleischfetzen hat sie ja. Kann die nicht essen? Ja, doch, kann sie. Weil dann nehme ich auch nochmal so einen Stapel hier mit. Da musst du das nicht immer alles selber tragen. Ja, dann nehme ich eh noch, auch noch einen. So. So. Also ich werde mich jetzt nach draußen begeben. Aber ich bin ein kluger Held. Ich setze mir gleich erstmal meine Sandsturmmaske auf, bevor ich da jetzt rausgehe. Das ist mir nämlich etwas zu ungesund. Wer weiß, was jetzt passiert. Wahrscheinlich stehe ich tatsächlich direkt im Sandsturm. Oh, wo sind wir denn hier? Okay. Ah, ich glaube, ich war hier schon mal und habe mich gewundert, was das hier für ein Ding ist. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser Ausgang, diese ominöse? Auf der Seite...
Auf der Seite in einem runden Raum, das ist jetzt echt... Nein, auf der Seite ist ein runder Durchgang, das ist mit dem Gitter davor. Kannst du eigentlich nicht verfehlen. Ah, okay, das ist ein Ausgang, okay. Okay, wir haben hier auch keinen Sandsturm, das ist schon mal schön. Oh, das Gute ist, da unten können wir gleich das nächste Emote lernen. Oh? Da unten in den Ruinen. Oh, das ist natürlich schön. Oh, lass uns erstmal gucken, ob hier nicht noch was ist. Upsa. Oh. Habe ich jetzt irgendjemanden geschlagen? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, irgendwie schon. Ha. So, jetzt kann ich aber auch endlich mal wieder die Fackel gegen meinen Speer austauschen. Oh, das ist aber cool. Also rausgekommen sind wir jetzt auf der Karte hier drüben. Also hier ist der Eingang zum Dungeon, die Abschaumtiefen. Ah, ja. Hier haben wir uns durchgeömmelt und hier oben sind wir wieder rausgekommen. Ah, ja, die namenlose Stadt, direkt am Südende davon. Aha. Ja, schön was. War aber witzig irgendwie. Also ich fand die Stimmung des Dungeons ziemlich geil. Ziemlich cool, ja. Ich habe nur die Befürchtung, dass das jetzt hier runterzukommen ein bisschen unfair wird. Ja, war cool. Nur ein bisschen Freeclimbing an der Wand machen. Ja, jetzt haben wir den armen Sobek hier oben drauf. Wie soll denn der da runterkommen? Werf erst das Auto und dann... Gute Frage. Also ich bin... So. Erstmal hier runter. Man muss ja immer nur einfach die Wand entlang. Sich regelmäßig fallen lassen, dann geht das schon. Okay. Aber es sieht schon sehr, sehr, sehr geil aus. Also das Dungeon hat mir echt gut gefallen. Ja, das war sehr, sehr cool. Aber ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Yay. Immerhin. In 4 Folgen einmal quer durchs Dungeon und da oben sitzt das einsame Krokodil. Jetzt ist er gerade runtergeportet. Oh, das ist ja fies, ey. Das ist voll der Beschiss. Portet hier einfach durch die Gegend. Voll die Cheater. Also wir haben jetzt hier noch ein bisschen Weg vor uns, glaube ich. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen uns und ich hoffe, wenn ihr selbst Conan Exiles spielt, habt ihr viel Spaß. Macht's gut bis dahin und tschö. Und tschö. Tschüss.